Bin ein bisschen erschöpft. Es war eine sehr anstrengende Nacht. Ich habe noch bis 11 ein Schreiben ans Landesverwaltungsgericht geschrieben. Denn haltet euch fest, die Behörde hat den dann auch geschrieben. Und heute habe ich zu meinen Kindern gesagt, macht den Flieder weg, Schulter hoch. Und das haben sie gemacht. Und nicht nur das, sie haben sogar aufgeladen. Schaut euch das an. Die haben überhaupt keine Hemmungen, die Kinder. Na gut, das mit dem Zurren müssen sie noch üben. Aber sonst ist das schon ganz, ganz toll, oder? Ja. Ich bin von und zu überhaupt begeistert. Vorhin habe ich schon nachgezurrt. Wir fahren jetzt mal kurz. Der Parker war da. Boah, ich erzähle es euch gleich. Aber vorher schauen wir uns die blauen Wolken und die grüne Musik an. Ha! Als erstes mal Dank an die Kinder, dass sie das so toll gemacht haben. Und jetzt werdet ihr zur Schadensersatzforderung aufgefordert, weil ihr so viel weggeschnitten habt. So, ihr wollt jetzt was sagen. Danke, dass du es so schön findest, dass wir das so schön gemacht haben. Ja, das finde ich sogar ultra mega hyper schön. Oh, ja. Als nächstes geht es jetzt runter und stemmt dort ein Loch in die Wand, wo das Kanalrohr rein soll. Der Wenzlauer verwendet den Nino als Hilti. Okay. Und geht schon los. Ja, ganz prima. Interessant war, dass der Bagger ein kleines Problem hatte heute. Und dann haben wir das gleich, der Baggerfahrer, mit meiner hochtechnischen Unterstützung, haben das höchstpersönlich behoben mit einem Ersatzteil. Und schon ist es wieder weitergegangen. Was ist passiert? Der Bagger, das ist ganz spannend. Diese modernen Bagger können ja hinten den Arm nach links und rechts geben, damit der Baggerfahrer den entweder in der Mitte hat oder links oder rechts und dort baggern kann, wo er will. Nicht jetzt schwenken, sondern wirklich am Bagger hin und her schieben. Das kann ja mein Wittlock auch. Der kann aber nur ganz rechts, ganz links oder Mitte. Und die moderneren Bagger, also alle, die jünger als 70 Jahre sind, können das stufenlos. Und diese Bagger haben an diesem Baggeraufhängungsding 4 Hydraulikballen, die permanent, wenn der Bagger läuft, drücken, damit sich das nicht verschiebt. Und so ein Ballen wird halt hin und wieder kaputt und dann heute dann immer. Das haben wir heute praktisch einen getauscht. Das Spannende ist, dass das überhaupt kein Aufwand ist. Man braucht nur eine ganz große Mutter lockern, die ganz locker ist, die braucht man gar kein Werkzeug dafür, und einen Hydraulikschlauch. Das ist super. Hat mir gut gefallen. Ja, jedenfalls fahren wir jetzt mal mit dem Grünschnitt und drunter ist ein bisschen Blech. Dann habe ich vor, noch kurz eine Jause für die Kinder zu organisieren. Und für mich vielleicht auch. Und dann düsen wir nach Hause und werden dieses Loch stemmen. Und der Bagger hat gemeint, er macht das halt fertig. Das glaube ich zwar nicht, weil ich ja noch viele Wünsche habe. Aber es geht schon ganz schön dahin. Ja, so ist das. Habt ihr was zu erzählen? Wir haben auch selbstpersönlich, ganz alleine ohne den Papa, das Grünzeug an den Anhänger festgezurrt. Ja, das habe ich den Leuten schon gezeigt. Das habe ich schon gefilmt, bevor ich eingestiegen bin. Ja, ganz prima und wunderbar ist das. Na gut, wir informieren euch dann, falls wir eine gute Jause finden. Und wenn nicht, dann nicht. Haha, das ist der Plan. Ich habe ein klatschiges Spitzestück bekommen. Um 3,49 €. Kriegt man schon eine normale halbe Pizza. Ja, egal. Der Nino hat so ein Brot eingesucht, als Topfen-Collage haben wir uns genachtischt. Das ist der große Plan. Jetzt bin ich so richtig fertig. Und ess mal. Die Kindergrammnudeln werden die Kindergrammnudeln bleiben. Auch wenn die Frau die Kindergrammnudeln kocht, dann gibt es Kindergrammnudeln und die Frau kriegt Zoff! Ha! Da ist die Frau, da ist der Zoff, da, so. Und da ist das Leiberl mit einem Schaf.
Oh, ja, Baggerfahrer hat keine Hemmungen. Irgendwie gefreut sie haben nicht mehr. Jetzt hat er gesagt, er macht das halt fertig. Ich sehe nicht ausgegangen. Aber er hat ordentlich outside, das muss man schon sagen. Ich bin von einig zum anderen gekirscht und hab mich unter Schmerzen gekrümmt und mich geärgert und mir wehgetan und den Fuß habe ich verbäckelt. Das war nicht schön. Es wird Zeit, dass wieder ein paar Wochen Ruhe ist. Ja. Da liegen die Twilight Zones, alle möglichen davon. Die warten darauf, gecatchert zu werden. Denn ja, wirklich, die Nachfolgenas ist in Betrieb mit inzwischen 5 Festplatten. Und wie viel, Agnes, wie viel kann die? 8 oder 12? 8 oder 12 Festplatten? Ich schau nach. Ich sag's euch, wie viele sie kann. Und dann gibt's da kein Missverständnis mehr. Und dann hat alles seine Richtigkeit. Das ist die Synology 2415. Synology 2415. Hat nicht geklappt. Logi 2415. So, ich schaue da jetzt mal. Die ist so selten, die findet der gar nicht. Der Amazon weiß gar nicht, was das ist. Nein, das ist ein Dokument. Nein, ich schaue mal das Dokument an. Vielleicht kann ich es im Dokument feststellen. Datasheet klingt gut. 12 Festplatten kann die. Bist du fertig? Oder? Ja. 5 sind schon drinnen. Und wir haben da jetzt, ich sage es euch gleich, wie viel Platz wir da mit dem RAID-System verfügbar haben. Sage ich euch nicht, denn die ist nicht verbunden, weil ich ja Strom spare. NAS starten, Daten, Multimedia starten, verbinden. Tok, 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 tok. So, da ist sie schon. Wir haben jetzt 32,3 Terabyte drauf und 41,8 hat sie Platz. Da haben wir noch ein bisschen Luft. Ja, und dann bauen wir gleich die nächste Festplatte ein und dann geht es wieder weiter. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ziemlich fertig. Es ist echt... Der Rechner, den ich gestern begonnen habe, der ratzt, sagen wir mal so. Der stellt mich wieder vor Herausforderungen und ich habe keine Idee, wieder mal so Fehlermeldungen, die ich nicht kenne. Das ist immer toll. Gestern habe ich bei einer Kundin ein McAfee Network Switch Ding, war das irgendwie oder so. Und das war nicht wegzukriegen. Das hat sich als Dienst installiert. Und wenn du dich mit deinem WLAN verbindest, fängt es an, ein McAfee-Produkt zu installieren. Ich habe geglaubt, die spinnen mit dem Klumpert. Haben schon mehrere ziemlich drüber geschimpft auf diversen einschlägigen Foren. Und Microsoft hat das TechNet geschlossen. Ja, mir geht's auch so. Wir werden uns mal in Ruhe drüber unterhalten. Ich habe schon mal erzählt vom TechNet und jetzt ist es vorbei. Jetzt gibt es das Problem nicht mehr. Es ist ein Nachfolgeprojekt. Question and Answers geplant, wer es glaubt. Na egal. Problemlösungen in dem Sinn gibt es nicht. Wobei, ich habe schon eine Frage auf Englisch gestellt natürlich. Und es ist eine gar nicht so blöde Antwort gekommen. Und die war nicht von diesem AI-Ding. Von diesem ChatGPT. Die haben im Technik jetzt ChatGPT-Antworten gepostet. Sowas Bescheides. Schauen wir mal, was uns YouTube vorschlägt und dann machen wir Feierabend. Das ist der große Plan. Die YouTube-Vorschläge. Lego 75881 Aufbauvideo 2016 Ford GT 1966 GT 40 der Speed Champions von Flipperstein Schmatz. Das ist wohlgemerkt das letzte Flipperstein-Video oder das vorletzte meines Wissens. Es sind keine mehr produziert und es werden wahrscheinlich auch keine mehr produziert in der nächsten Zeit. Elvis and His Karma von Gianni Guerri, How Speech Synthesizers Work von der 8-Bit Guy, Skyscraper Stuff You Are Not Meant to Notice von Stuart Hicks, Retro Gaming Episode 13 von Donut Tony, ein Video über Steckdosenleisten von Plankton und wir nehmen euch mit auf unser Live-Demaskierungs-Event von Beste Freundinnen. Das ist ja prima. Keine Ahnung, warum man mir diesen Käse vorschlägt. Wenzel, hast du irgendwas Böses auf YouTube geschaut?
Weil wenn die die IP hinterlegen, kommen die oft auf so, Agnes, was hast du denn so auf YouTube geschaut? Nino? Ich glaube, ich werde mich da mal drüber unterhalten. Wir sehen uns morgen in diesem Sinne. Bis später, bis dann. Bis irgendwann. Apropos, Samstag ist ab 11 Uhr das Kindergarten geöffnet. Und Sonntag ab 9 Uhr. Ohne Hemmungen könnt ihr kommen, wenn ihr wollt. Das sind die Ferien-Endzeitspiele. Da freuen wir uns drauf. Bis dann.